Die Explosivkraft von Karikaturen scheint nichts eingebüßt zu haben. Daumier ist sozusagen der Ahnherr aller großen Karikaturisten des 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Ein überzeugter Demokrat, dessen Spott vor allem den Herrscher, also den Bürgerkönig Louis Philippe und Napoleon III. Traf. Daumier ist immer noch aktuell, Paris ist immer noch eine Metropole mit den entsprechenden Problemen, Verkehrsmittel, Grippeepidemien und noch immer gibt es Irrungen und Wirrungen in der Politik. Also Daumier würde nicht arbeitslos, wenn er heute wieder zur Welt käme. Besonders selten sind die altkolorierten Blätter, also die Lithografien, die man schon im 19. Jahrhundert mit Farbe versehen hat. Es ist eigentlich die Kraft des Strichs, die die Kunst Daumiers kennzeichnet, aber diese farbigen Lithografien, also die kolorierten Lithografien, sie sind nicht farbig gedruckt, sondern anschließend farbig gemacht worden sozusagen, die sind ein besonderes Highlight der Ausstellung.